Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Control Where We Were, meine Damen und Herren. Wo wir weiterhin kläglich scheitern werden, weil wir können nichts anderes in diesem Spiel noch erreichen, als kläglich zu scheitern. Meine Damen und Herren, das ist für mich mittlerweile leider nur noch leid, aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Klar, weil warum würde ich das nicht irgendwie hinkriegen, wenn ich das offensichtlich erstmal einmal nach oben, einmal nach oben betreten muss und dann noch einmal nach unten. Weil, warum? Warum? Weil, das ist einfach nur noch die einzige Frage, die ich mir in diesem Spiel stelle. Das ist einfach nur noch schwer. Aber gut, ich wusste es ja vorher. Eigentlich würde man denken, ja, natürlich, wusste ich ja vorher, aber warum hat das Ding hat sich jetzt ohne Scheiß dreimal um die eigene Achse gedreht, habe ich das Gefühl, aber ist egal. Du, hör doch mal bitte auf mit dem Scheiß. Ohne Scheiß. Dass das zielsuchende verfickte Raketen sind, die mir hier im Kreis sind und hinterherfahren, ist ja wohl eine verfickte Schweinerei, oder? Also, nein. Ich muss nur noch, ich hätte nur noch nach oben gemusst, aber das Problem ist, dass ja dann das Arschloch da nochmal kommt, und wenn das Arschloch da nochmal kommt, und davon gehe ich aus, weil warum würde das Arschloch nicht nochmal kommen? Okay. Konzentration. Ich hatte nur noch hochgemusst, beide Male, aber jetzt interessiert mich auch eigentlich gar nicht mehr. Und das Spiel schon mal so noch am allernächsten. Warum schießt er auf einmal da dauernd hin? Habe ich irgendwie die Seite gewechselt oder so? Ja, scheinbar schon. Die Seite war deutlich besser. Das heißt, ich mache das jetzt natürlich nochmal so und scheiter kläglich. Das sieht eigentlich so aus, als wäre das schaffbar irgendwie, aber dann auf der anderen Seite denke ich mir dann, nein, Super Meat Boy, hier ist gar nichts schaffbar. Du wirst kläglich scheitern, sterben und elendig zugrunde gehen. Du alter Penner. Warum habe ich mir den Scheiß hier ausgesucht? Ich habe keine Ahnung mehr. Das Ding ist, einmal komme ich da immer hoch, aber das zweite Mal ist offensichtlich nicht möglich für mich, aber warum? Warum ist das erste Mal so mehr oder weniger selbsterklärend und das zweite Mal ist einfach eine verfickte Katastrophe, dass ich nicht ein einziges Mal geschafft habe bis jetzt, aber ist egal. Warte, jetzt. Nein, diese verfickte Scheißrakete, ne? Wenn die nicht zielsuchend wäre, Alter, dann wäre mir auf jeden Fall schon mal geholfen, aber mir wäre mit so einigen geholfen wie, keine Ahnung, in der neuen Welt oder so, damit ich mal wieder was anderes sehe als verfickte Salzfabriken. Aber gut, man kann die alle da. Das Leben ist kein Wunschkonzert, Super Meat Boy erst recht nicht. Super Meat Boy ist genau genommen die Hölle. Oh Gott, warum? Warum? Das Ding ist, wenn ich jetzt schon so wenig Level in einem Video schaffe, sprich maximal in der Regel, normalerweise maximal zwei im Moment, oder mittlerweile, das wird ja noch schlimmer. Und vor allem habe ich dann irgendwann die kluge Entscheidung getroffen, dass ich das 100% möchte, was dazu führt, dass ich die ganzen, mir fehlen in dieser Welt, wenn mich nicht alles täuscht, noch 8 Pflaster, 8 Stück. Allerdings nur noch, keine Ahnung, 4 oder 5 Level. Das heißt, ich muss diese ganzen Level, mit denen ich mich jetzt schon abgedingst habe, alle nochmal spielen. Ich komme diese ganzen Level, die ich ohne Pflaster schon so gerade eben nur hinbekommen habe. Ja, wobei, ich meine, das Ding ist, häufig war ja die schwerere Herausforderung war ja oft genug eigentlich dann nur das A-Plus zu kriegen. Weil ich mir dann ja, wenn ich nur das Pflaster holen muss, muss ich ja eigentlich nur noch im Prinzip, shit, Mann, ey, nur noch im Prinzip das Level einmal in langsam schaffen, nur mit dem Pflaster halt. Das ist ja eigentlich, so auf Papier, würde ich sagen, eigentlich dann die leichtere, die leichtere, verfickte Sache von beiden, aber wer redet hier schon irgendwas von leicht? Das ist das Problem. Es ist egal, wo ich hingehe, diese Scheißraketen sind da, egal, wo ich hingehe. Das ist wie der Hase und der verfickte Fleischigel, Alter, beziehungsweise ich bin wahrscheinlich eher der verfickte Fleischhase, der sowieso aus Fleisch ist, der Igel eigentlich auch, aber ja, dann haben wir Gott sei Dank darüber auch mal geredet, meine Damen und Herren. dieses Spiel ist das Anfang von meinem Ende. Ich hoffe, das wissen wir alle. Komm, bitte, bitte. Nein, ich hätte nur noch diesen einen Sprung machen müssen, Mann. Das ist wirklich ohne Scheiß. Das Spiel wird irgendwann dazu führen, dass ich einfach nur noch weinerlich bin. Dass ich das Spiel starte, weinend, das Level dann starte, noch mehr weinend, das Level beende, weinend, dann allerdings mal ausnahmsweise 2 Sekunden vor Freude, und dann aufhören, weinend. Weil ich genau weiß, scheiße, das geht auch weiter. egal wo ich hingehe, sind diese scheiß Kanonen, Alter. Es gibt keinen sicheren Ort in diesem Level. Es gibt einfach keinen sicheren Ort. Ohne Scheiß, das ist einfach nur noch schwer. Also ich würde so gerne irgendwelche lustigen Sachen machen und Stunts und so und weißt du, irgendwas können. Diesen ganzen, die fliegt natürlich genau dahin, die muss exakt dahin geflogen sein, weil sonst, es ist egal, wo ich hingehe,
Was könnte man so schön machen, um das hier zu einer schöneren Welt zu machen, dieses verfickte Spiel? Ich habe keine Ahnung. Wir könnten vielleicht... Wir brauchen mehr Schmetterlinge. Wir brauchen eindeutig mehr Schmetterlinge und wir brauchen mehr verfickte, keine Ahnung, ey, Käseplatten oder so. Ich brauche eine Käseplatte. Ohne Käseplatte geht hier gar nichts mehr. Bekannte Postfach, dann habe ich zumindest... Oh. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich hier mittlerweile gar nichts mehr schaffe. Dass ich einfach nicht mal mehr schaffe, ein einziges Level zu dingsen in einem Video. Aber ich meine, gut, das sind jetzt halt the way we like it. Mehr oder weniger. Oh, komm bitte. Nein, das kann, egal wo ich bin. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ohne Scheiß, das ist brutal. Das ist einfach nur noch brutal. Das ist nichts anderes mehr als verfickt nochmal brutal, weil es egal ist, was du tust. Dir wird immer der Arsch aufgerissen. Es ist vollkommen egal, was du tust. Und wie du es tust, ist auch egal. Also, ja. Willkommen am Ende der Welt, meine Damen und Herren. Super Meat Boy ist das Ende der verfickten Welt, wie wir sie kennen. Zumindest für mich. Das Schlimme daran ist wirklich, dass für mich, dass das im Grunde genommen einfach jetzt nur Level sind. Und ich nicht mal mehr irgendwie, weißt du, also ich habe ja nicht mal mehr irgendwie im Moment eine Zusatz-Challenge. Ich versuche im Moment nicht bewusst ein A-Plus zu bekommen. Ich versuche im Moment kein Pflaster einzusammeln. Ich habe im Moment kein Pflaster einzusammeln. Ich versuche einfach nur, ganz, ganz simpel, das Level zu schaffen und krieg's nicht hin. Das ist das Schlimme an der ganzen Sache, ohne Scheiß. Das ist eine verfickte... Ich habe keine Ahnung, und wie das hier enden soll, weil ich keine Ahnung habe, wenn ich diese Level schon nicht schaffe. Ich meine, die Level wären ja logischerweise noch schwerer. Alles andere wäre ja vollkommen albern. Und ich habe einfach keine Sekunde mehr Zeit in einem Level, mir auch nur einen Gedanken zu machen. Ich kann mir nicht mal mehr einen Gedanken machen. Egal. Ich habe es mir ja selbst ausgesucht. Das darf man dabei nicht vergessen, Alter. Das darf man dabei nicht vergessen, dass ich das selbst verantworte, was hier passiert. Aber... alle paar, keine Ahnung, Jubeljahre leiden wir ja alle mal ein kleines bisschen ganz gerne. Keine Ahnung. Gibt. keine Ahnung, Fans von 1860 München oder so, die leiden sehr, sehr gerne zum Beispiel. Aber das ist alle nicht so schlimm wie Super Meat Boy. Das lasst euch gesagt sein. Das ist vermutlich das Schlimmste, was ich bisher in meinem verfickten Leben gemacht habe. Vor allem, also ohne Scheiß, das Level ist verfickte Katastrophe. Das Level, ich habe bis jetzt wirklich keine Ahnung, ich sehe nicht, wie ich dieses Level schaffe. Ich sehe mich nicht da oben bei dieser verfickten Mietpflastertanten. Oh. Hackfresse. Wobei die Hackfresse ist ja eher Super Meat Boy, ne? Verstehst du? Hack. Komm schon. Nein! Nein! Das ist ohne Scheiß. Das Level ist nicht schaffbar. Das Level ist... Oh, nicht schaffbar. Ey, das ist... Das Ding ist... Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich habe keine Ahnung wie, aber... Ich hatte überhaupt nicht im Kopf, dass ich das jetzt einfach nur noch schaffen muss. Ich habe da gerade gar nicht drüber nachgedacht, aber wahrscheinlich war das der Schlüssel zum Erfolg, meine Damen und Herren. Oh, das nächste Level. Oh nein, oh nein. Oh, yo. 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 Was sonst? Was verfickt nochmal? Der Schlüssel ist da oben. Und der Boden löst sich auf. Sag mal, habt ihr eine Pfanne? Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist doch mittlerweile einfach nur noch krank. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist krank. Das ist nichts anderes als krank. Ich muss noch ein Stück von dem Boden überlassen. Ich muss den Schlüssel holen. Nein. Einfach nein. Einfach nein. Ich weiß gar nicht, wie ich an den Schlüssel da kommen soll. Der ist ja viel zu weit oben. Der ist doch viel zu weit oben, als dass ich da dran käme. Oder kommt der wieder runter? Der kommt nicht wieder runter. Das macht ja keinen Sinn. Warum wird der nochmal runterkommen? Ich habe den Schlüssel, aber nein, Alter. Aber das Level ist wenigstens... Das Level ist kurz, knapp, präzise im Grunde genommen. Oh nein. Oh ne... Ey. Ich muss warten, bis die Scheiße auch noch aufgeht. Das geht nicht instant auf, Alter. Ey. Ich wollte gerade sagen, das Level ist kurz, knapp, präzise. Aber... Dann war der Level doch nicht mehr kurz, knapp, unpräzise, sondern einfach nur noch Schaff, ey, Alter. Das ist ja wirklich ohne Scheiß, das ist einfach nur noch um Leute, das ist jetzt einfach nur noch da, um Leute irgendwie so sehr zu quälen wie irgend möglich in einem verfickten Videospiel, ohne Scheiß. Ich sehe nicht, welche andere Funktion dieses Level noch haben oder diese Level noch haben sollen, außer Leute zu quälen. Und Leute herauszufordern, die sagen, ich bin jetzt derjenige, der dieses Spiel durchspielt. Das ist einfach nur noch, ohne Scheiß, das ist einfach nur noch brutal. Und das Schlimme ist, dass es nicht mehr leichter wird. Das ist das Schlimme daran. Ich bin jetzt hier gefangen in dieser Welt von Super Meat Boy und weiß, okay,
wir sind jetzt soweit, es wird de facto nicht mehr leichter. Ich meine, gut, ich glaube, ich schätze mal, oder es war zumindest so in den anderen Welten, dass die ersten Level in der Lichtwelt leichter waren, also in der nächsten Lichtwelt leichter waren, als die letzten in der verfickten Schattenwelt. Boah, das ist so eine Schweinerei, dass man da jetzt auf die Schlüsseldinger noch warten muss, das ist eine verfickte Schweinerei, ohne Scheiß. Dadurch, dass die Dinger da so schnell kommen, man hat einfach, also ich persönlich habe keine Ahnung, keine Zeit, mich darauf im Kopf auch nur ansatzweise vorzubereiten, wann und wo diese Dinger da hinkommen, weil das so schnell geht. Keine Ahnung, man ist ja einfach nicht vorbereitet. Wie soll man darauf vorbereitet sein, weil es so schnell geht? Das, ohne Scheiß, das wirkt für mich im Grunde genommen einfach nur noch so, als müsste man Glück haben. Das ist eigentlich das, wofür ich Super Meat Boy die ganze Zeit gelobt habe, dass das nicht der Fall ist. Aber das ist für mich mittlerweile der Fall. Wie soll ich dieses Level sonst schaffen, außer mit einem Haufen Glück? Das hat nichts mehr mit Präzision oder Können oder Timing zu tun. Das ist einfach, meiner Meinung nach, einfach nur noch Glück. Dass man nicht, ja, dass man nicht zufällig genau da reinspringt. Einfach so. Das ist ohne Scheiß kaum noch machbar, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ich habe natürlich die Hoffnung, dass die ersten Level der Lichtwelt, dann wieder der nächsten Lichtwelt, wieder ein kleines bisschen leichter sind. Erstmal. Das ist ja dann schon fast wie Urlaub. Alles, was im Moment nicht Schattenwelt Salzfabrik ist, ist ja schon beinahe Urlaub. Das Ding ist, weißt du, ich würde mir mittlerweile wünschen, dass ich die ganzen anderen Welten nicht direkt 100% hätte, sondern dass ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hätte, nochmal zurückzugehen und ein paar Level nochmal zu machen, die ich beim letzten Mal, also dass ich dann in ein paar alten Level nochmal versuche, dann das A-Plus zu holen oder die Pflaster zu holen. Das würde ich mir mittlerweile wünschen, dass ich irgendwie zwischendurch nochmal die Möglichkeit habe, in welche anderen Levels zu spielen, außer das eine, in dem ich gerade festhänge. Das ist das Problem. Also, ja. Ich sehe nicht, wie ich dieses Spiel hier. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich dieses Spiel noch beenden soll, aber ist egal. Wir stecken jetzt hier mittendrin und dann müssen wir das halt auch schaffen, weil so sind die verfickten Regeln. Nein. Das ist einfach nur noch gemein. Ohne Scheiß. Nichts anderes mehr. Und würde mir wirklich so wünschen, dass ich nochmal zurückgehen kann in irgendwelche alten, leichteren Level. Weißt du, so dass du dann nochmal so ein bisschen. So ein bisschen. Keine Ahnung. Abwechslung reinkriegst in diese scheiß Level, die du im Moment die ganze Zeit nicht schaffst, aber tja, da habe ich wohl dann nicht dran gedacht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich wusste, dass das Spiel schwer ist, aber dass das so krass wird, hätte ich nicht mitgerechnet. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass irgendwann, das ist nichts anderes als brutal. Einfach nur noch das. Oh, bitte. Nein! Das ist einfach nur noch, das zertrümmert die Moral, ohne Scheiß. Das Spiel macht Moral kaputt, lässt Moral entstehen für 2 Sekunden und zerschmettert sie dann an den eigenen Levelwänden, ohne Scheiß. Das tut einfach nur noch weh. Das tut nur noch weh, wenn man den Level nicht schafft. Wie gerade eben, jetzt die eine Szene, das war brutal. Nichts anderes als brutal. Nein, ich hätte da nur noch reingemusst, scheiße. Ey, ohne Witz, das reißt einem das Herz raus mittlerweile. Wenn man früher mal knapp ein Level geschafft hat, dann wusste man wenigstens, okay, ich weiß jetzt, wie es geht, aber das Gefühl habe ich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, dass ich einfach nur noch irgendwie versuche, am Leben zu bleiben. Einfach nur noch. Und also jetzt gerade vor allem dieses Level hier, das ist, ja, wobei das davor war auch schon ziemlich, ziemlich hart, ganz, ganz ehrlich, aber das ist einfach nur noch gemein. Und das Ding ist, man hat wirklich keine Sekunde auch nur stehen zu bleiben. Man muss ständig zu 100% jede Sekunde in diesem Level in Bewegung sein, weil wenn ich nicht ständig jede Sekunde in diesem Level in Bewegung bin, dann logischerweise entweder trifft mich dann irgendwie so eine scheiß Kettensäge oder aber der Boden geht unter mir flöten, was, also das ist ohne Scheiß, das ist nichts anderes als brutal. Alter Schwede. Deswegen, wenn ich mir dann jetzt so überlege, dass irgendwie solche Level mal irgendwann kommen und ich in diesem Level dann auch noch erstens ein A-Plus und zweitens verficktes Pflaster holen muss, in einem Level, das ich so schon kaum hinkriege, Das Schlimmste daran ist noch, oder eine der schlimmsten Sachen daran ist noch, dass dieses Spiel sehr gut darin ist, dafür zu sorgen, dass man denkt, das kann doch nicht so schwer sein. Das kann doch so schwer nicht sein. Weil es einfach sehr, sehr simpel ist. Das ist noch das Schlimme daran, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, man ist zu dumm. Ohne Scheiß. Das ist unglaublich. Das sind diese ganzen Vorteile, die dieses Spiel hat, haben sich im Grunde genommen mittlerweile in Nachteile gewendet, aber ist auch egal. Ich hätte es wissen müssen. Okay, bevor ich hier komplett ausraste, ohne Scheiß, mir drehen sich gerade so lange aber sicher die Fußnägel hoch hier, weil das ist, ich sehe mittlerweile wirklich nicht mehr, wo dieses Spiel noch fair sein soll. Das ist einfach mittlerweile nur noch unfair. Meiner Meinung nach. Das hat sich aber auch sehr, sehr schnell geändert, habe ich das Gefühl. Also gerade in dieser Welt ging es wirklich steil bergab irgendwie. Weil, ich meine, das Problem ist, das anfangs war das kein Problem, da war das immer, keine Ahnung, ein Level hat dann keine, von mir aus mal ein paar Minuten gedauert. Von mir aus hat ein Level auch mal 10 Minuten gedauert. Aber dadurch, dass mittlerweile wirklich jedes einzelne Level, keine Ahnung, 20 Minuten dauert oder eine Viertelstunde dauert, ist das sehr, sehr schwer zu ertragen hier. Also, das ist wirklich mittlerweile einfach nur noch heftig und verdammt nochmal schwer.
aber ich meine, das Schwere ist, war bis zu einem gewissen Punkt gar nicht das Problem, aber es ist mittlerweile, habe ich das Gefühl, dass es wirklich einfach nur noch unfair schwer ist, weil, ich sag mal, diese Selbstschussanlagen im letzten Level, die waren schon zumindest grenzwertig. Das hier ist, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass hier die Leute wirklich einfach nur gesessen haben und sich gedacht haben, wie kriegen wir das jetzt so böse und so übel wie möglich hin? Und das ist natürlich dann auch nicht der Sinn der Sache. Diese faire Schwierigkeit die da drin, das war das, was ich an dem Spiel mag und mochte und immer noch mag. Aus den ersten Welten irgendwie. Aber das hier ist einfach nur noch ohne Scheiß, das ist einfach nur noch Arsch. Ich sehe im Moment wirklich nicht, wie ich dieses Level hier außer mit einem Haufen Glück schaffen kann. Das hat nichts mehr mit Können zu tun. Wie soll ein Mensch... Eine Maschine kann natürlich auf die Sachen hier reagieren, wenn sie dazu programmiert ist oder so, aber wie soll ein Mensch verlässlich auf das reagieren, was hier passiert? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, ich muss hier Glück haben. Es geht nicht anders. Wie soll ich mir in dieser Geschwindigkeit merken, wann, wo, welches Sägeblatt ist, auf welcher Höhe? Wie soll das funktionieren? Das ist mittlerweile ohne Scheiß. Schade. Das ist sehr, sehr, sehr schade, weil das Spiel mir extrem, extrem viel Spaß gemacht hat. Und die Mechaniken machen mir auch jetzt noch Spaß, aber wie? Einfach wie? Ich meine, natürlich kann man das hier schaffen. Ich bin ja nicht doof, natürlich kann man das schaffen. Aber dadurch, dass mittlerweile, und das habe ich immer an dem Spiel hier gelobt, dass es nicht so war, dass man Glück braucht. Aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass man das sehr wohl braucht, weil, ich meine, wie präzise soll ich als Mensch schon funktionieren? Das ist ja, es gibt nur mal Menschen, beziehungsweise natürliche Grenzen, die ein menschlicher Körper hat, was Reaktionsgeschwindigkeit und Wahrnehmung und so weiter angeht. Und ich habe das Gefühl, dass die einfach hier einfach nicht mehr, keine Ahnung, bewahrt werden irgendwie. Das ist, keine Ahnung. Schade. Sehr, 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 sehr schade. Weil ich würde wirklich gerne, ich würde wirklich lieben gerne, aber also zumindest... Das Ding ist, ich habe jetzt eine relativ lange Pause gemacht. Die Episode 19, die hier vor hochgegangen ist, die, keine Ahnung, lag eine Zeit lang unhochgeladen auf meinem Account. Und habe mir dann jetzt gedacht, okay, komm mal wieder dazu zurück, weil ich habe das Spiel gemocht. Und einige Leute haben das Spiel, glaube ich, auch gemocht und so. Und yes, 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 yes. Oh. Ein paar Leute haben das Spiel auch gemocht. Deswegen habe ich gedacht, fang nochmal an. Wobei, jetzt habe ich dann wieder die Motivation zu schaffen. Ohne Scheiß, ich schwitze. Alter Schwede. Das ist mittlerweile einfach nur noch brutal. Ja, und es bleibt brutal. Okay. Nächstes Level dann im nächsten Video, meine Damen und Herren. Bis dahin. Diese Selbstschussanlagen waren okay, solange die nicht zielsuchend waren. Solange es nicht diese Homing-Missiles waren. Das ist einfach nur noch eine verfickte Schweinerei. Wo muss ich überhaupt hin? Da muss ich dann am Ende da hoch. Und da ist nämlich dann jetzt ein Pflaster. Ich sehe wirklich nicht, wie ich diese Level schaffen soll, in denen auch noch Pflaster sind. Das ist einfach nur noch schwer bis nicht möglich. Aber ist egal. Vielleicht haben wir ja beim nächsten Mal ein bisschen mehr Glück mit irgendwelchen Leveln. Vielleicht hatte ich dieses Mal heute einfach nur sehr, sehr viel Unglück und sehr, sehr viel Ungeduld. Ich habe keine Ahnung. Liebe Leute, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Hoch auf sehr winkenderweise, sterbenderweise. Bis zum nächsten Video, meine Damen und Herren. Tschüss.